Durch den Taifun Wamko sind auf den Philippinen laut Behörden mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Mehrere weitere werden demnach noch vermisst. In Armeekreisen ist sogar von mindestens 39 Toten die Rede. Der Wirbelsturm hatte die Philippinen am Mittwoch erreicht. Er sorgte für schwere Schäden, unter anderem im Großraum Manila. Wamko war bereits der dritte Taifun binnen 3 Wochen auf den Philippinen. Durch die Stürme Molave und Goni waren zuvor schon Dutzende Menschen ums Leben gekommen.